Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Sigrid, ich habe die Ehre, Sie, euch alle hier in den Räumlichkeiten der IGBCE Hauptverwaltung in Hannover zu begrüßen. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres geschäftsführenden Hauptvorstandes. Das ist hier dann quasi der wirkliche Hausherr dieses Hauses. Und auch ganz besonders im Namen unseres Vorsitzenden Michael Vassiliadis, der leider das heute nicht machen kann. Und deswegen müssen Sie mit mir Vorlieb nehmen. Mein Name ist Markus Römer. Ich bin Bezirksleiter der IGBCE in Hannover. Es freut mich sehr, dass Sie hier bei uns im Hause sind. Wir, die IGBCE, hat ihren Sitz schon sehr lange in Hannover. Sie wissen, dass unsere Organisation aus mehreren Vorläuferorganisationen gegründet wurde, aus der IG Bergbau Energie, aus der Gewerkschaft Leder und der IG Chemie Papier Keramik. Und auch diese Organisationen hatten Vorläuferorganisationen. Im letzten Jahr haben wir unser 125-jähriges Bestehen gefeiert. Und wenn man so viele Vorläuferorganisationen hat, dann ist natürlich die Frage, worauf bezieht man sich denn dann, auf welches Jahr, auf die Gründung welcher Vorläuferorganisation. Und wir haben uns bezogen auf den Verband der Fabrik- und Hilfsarbeiter, der im Jahre 1890 gegründet wurde. Und er wurde gegründet hier in Hannover am Ballhof. Wer sich in Hannover auskennt, der weiß das, da ist im Winter der finnische Weihnachtsmarkt. Und wer da vielleicht nicht im Winter mal einen Spaziergang macht, der wird auch an einem Haus noch eine Gedenkplakette finden, die daran erinnert, dass hier vor nunmehr 126 Jahren die Vorläuferorganisation der IGBE gegründet worden ist. Mich freut das auch ganz besonders, dass wir uns diese Organisation als Gründungsorganisation ausgewählt haben. Wir hätten ältere nehmen können. Es gab den Verband der Sattler, 1872 gegründet, also deutlich schon vorher. Aber es freut mich deshalb besonders, weil das der Verband der Hilfsarbeiter gewesen ist. Die meisten Gewerkschaften sind ja aus Berufsorganisationen hervorgegangen. Und erst sehr spät haben die Hilfsarbeiter, also diejenigen, die eigentlich die Schwächsten in der damaligen Gesellschaft waren, die am leichtesten austauschbar waren, die schlechtesten Arbeitsbedingungen haben, die haben dann erst sehr spät zu dieser Gründung gefunden. Und ich finde es ein gutes Symbol, dass wir, heute sind wir eine Gewerkschaft von Hochtechnologie und Hochqualifizierten in vielen Bereichen, dass wir diese Entwicklung genommen haben und dass wir das als Gründungsdatum für unsere Gewerkschaft gewählt haben. Und weil das hier in Hannover passiert ist, hat man auch später den Standort hier gewählt. Und wir gehen davon aus, dass wir auch noch hoffentlich viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte hier in Hannover unsere Gewerkschaftszentrale haben werden. Echte Solidarität, das ist nicht nur die Solidarität der Schwachen untereinander. Die wird heute oft gezeigt. Sie sprechen über Griechenland. Wenn man sieht, wie viel Hilfsbereitschaft viele Leute, die wenig haben, anderen, die noch weniger haben, entgegenbringen, dann haben wir nie ein Problem mit Solidarität unter den Schwachen gehabt. Das Problem, echte Solidarität, ist, wenn die Starken die Schwachen unterstützen und man über die verschiedenen Felder Solidarität organisiert. Und das ist etwas, woran wir seit vielen Jahrzehnten gearbeitet haben. Ich mache hier nur das Grußwort, aber ich möchte auf einen Punkt hinweisen, der uns alle sicherlich in der letzten Woche besonders bewegt hat. Und das ist der Wahlausgang in den USA. Darüber ist viel berichtet worden, dem brauche ich eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen. Mir ging es auch manchmal so, dass ich mich gefragt habe, was denken sich die Leute? Warum tun die das? Warum wählen die dort so einen Mann, der ja auch das sagt, was er denkt in dem Bereich? Also keiner kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Auf der anderen Seite glaube ich, dass eben Überheblichkeit mit Blick auf die amerikanischen Wähler nicht angesagt ist. Denn wenn wir hier zu uns nach Europa schauen, dann haben wir eben in vielen Bereichen vielleicht nicht diese Ausprägung, aber doch ganz ähnliche Phänomene. Schauen Sie in die Niederlande mit Geert Wilders,
Schauen Sie nach Ungarn mit Viktor Orban. Schauen Sie sich die aktuelle Entwicklung in der Türkei an mit Tayyip Erdogan. Dann haben Sie schon eine ganze Menge Punkte. Und wenn, und das steht eben auch zu befürchten, ich glaube es heute noch nicht, aber das habe ich vorher in den USA auch nicht geglaubt, wenn wir denn im nächsten Jahr die Präsidentschaftswahlen in Frankreich haben und wir dann am 7. Mai 2017 die Ergebnisse der Stichwahl in Frankreich vorliegen haben, zu der es sicherlich kommen wird, dann könnte es passieren, dass wir mit einer Präsidentin Marine Le Pen aufwachen, die dann Präsidentin der 5. Französischen Republik wird. Und damit sind wir in einer Situation, dass sicherlich eine Spaltung von Europa sicherlich, wenn die eine Volksabstimmung macht, dann auch nicht unwahrscheinlicher wird. Das alles wollen wir nicht hoffen, aber nach den Ereignissen in den USA kann das heute auch keiner mehr ausschließen, dass es so kommt. Und so etwas, das sind ja keine Demokraten, sondern das sind Antidemokraten, das sind Leute, mit denen wir in Richtung einer Diktatur gehen würden. Und sie schauen sich heute und morgen jetzt im Rückblick Diktatur in Griechenland an. Das ist schlimm, aber schlimmer wäre es, wenn wir noch wieder auf eine neue Diktatur, wo auch immer, zusteuern würden. In dem Sinne ist, glaube ich, den Rückblick, den Sie heute und morgen machen werden, auch ein wichtiger Punkt, um daraus zu lernen, damit wir eben nicht in eine Situation kommen, unsere Demokratie in unseren Ländern wieder aufs Spiel zu setzen. Viel Erfolg und alles Gute für die Tagung heute Morgen. Seien Sie herzlich willkommen hier im Haus. Alles Gute, viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank, lieber Markus. Und wir freuen uns, dass du zu uns gesprochen hast. Wobei wir natürlich bedauern, das darf ich schon sagen, dass uns Michael hier nicht begrüßen konnte, der uns aber ja auch mitgeteilt hat, die IGBCE hat heute einen großen Kongress in Berlin. Und infolgedessen ist es selbstverständlich, dass er dort natürlich da zu sein hat. Wir freuen uns aber trotzdem, dass wir in ihm immer einen Bündnispartner hatten in den Fragen der Demokratie und natürlich, was die Zuwanderung fremder Menschen angeht, von denen er ja in Europa nun weidlich selber aus der eigenen Familiengeschichte Bescheid weiß. Ich möchte jetzt um sein Grußwort bitten, Herrn Karl Martin Heinemann, den Stadtsuperintendenten. Ich hoffe, ich bin ja getaufte Katholikin, ich sage es jetzt richtig. Ist das die protestantische Kirche oder wie? Ja, das hätte ich schon sagen. Okay, jedenfalls herzlichen Dank, dass ihr gekommen ist, weil wir werden auch noch darüber sprechen, in dem Fall am Beispiel der diakonischen Arbeit im Rheinland ausführlich, welche wichtige Rolle damals bei der Unterstützung und Hilfe gerade für die sogenannten Gastarbeiter auch für diejenigen, die eben dann von Diktatur verfolgt waren, damals die Diakonie und die Kirche gespielt hat. Und ich kann nur sagen, als getaufte Katholikin im Süden, ich hätte mir gewünscht, dass andere kirchliche Bereiche ähnlich engagiert und mutig für die griechischen Gastarbeiter und für die Verfolgten gestanden hätten. Dankeschön. Dankeschön, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kyrios Kakiri. Yassas, dann hört es schon fast auf. Ich möchte mein Grußwort ganz persönlich machen. Herbert Schmalstieg hat mich auf diese Veranstaltung aufmerksam gemacht. Und ich habe da ganz stark reagiert, denn insofern erzähle ich es persönlich, unsere Freundin Jota, die leider nicht mehr lebt, die ich kennengelernt habe in Griechenland, die hat in der Diakonie im Rheinland gearbeitet. Und ihr Mann Christos, ein engagierter und hochinteressanter Kommunist, furchtlos in seinen Beiträgen, beide leben leider nicht mehr. Die haben uns, meiner Frau und mir, dieses Land lieb gemacht.
Wir haben dort ein Häuschen, wir sind regelmäßig in Griechenland, aber wir sind nichts weiter als Urlaubsleute dort und genießen es dort aufzutanken. Aber, und das deswegen persönlich die Verbindung, ich darf für mich sagen, ich habe Michael Vassiliadis mit Iota Lampropoulos bekannt gemacht. Denn Michael war bei uns, als wir dort im Urlaub waren und die beiden oder die drei damals haben intensiv diskutiert. Einige kurze Eindrücke, also um es deutlich zu sagen, mein Name ist Hans-Martin Heinemann, den Karl, den kannte ich noch nicht, aber kann ja weitergehen. Ich bin Pastor an der Marktkirche und Stadtsuperintendent in Hannover und damit ein evangelischer Lutheraner. Das war nämlich die Konfession, die hier in Hannover über Jahrhunderte bestimmt war. Gott sei Dank mischt sich das ja. Und ich freue mich sehr, dass mein Amtsbruder, der Papast, da ist, von der griechisch-orthodoxen Gemeinde. Lieber Vater, freue mich, dass wir gemeinsam hier sind, obwohl ich, das muss ich gleich sagen, gleich weg muss. Aber ich wollte gerne ein Grußwort sagen. Ich will an zwei, drei Dinge erinnern, nur bis heute. Ich habe Griechenland kennengelernt, weil ich dort Freizeiten mit jungen Leuten gemacht habe, in den 80er Jahren. Und ich war damals beeindruckt davon, wie die griechischen deutschen Jugendlichen ganz selbstverständlich am Strand sich abends für die Disco verabredeten, also die Kinder aus unserer Gruppe, und wie schnell diese Begegnungen lebendig waren und man spürte, das war das, was ich merkte als junger Pfarrer damals, man spürte den Geist der Freiheit bei den jungen Leuten, also gerade auch bei den jungen Griechen. Das war ja noch nicht so lange nach der Junta. Ich habe es so empfunden zu sagen, ich kam aus Westeuropa und ich war in Europa, in Griechenland war ich in Europa. Ja, heute ist das alles so klar. Damals war das für mich schon wie so ein Punkt. Ich spürte als evangelischer Theologe, das Besondere an diesem Land im europäischen Kontext ist, es ist orthodox. Ja, also Europa ist für mich als Westeuropäer eben katholisch oder evangelisch. Wir alle aber sind ja verbunden in der Taufe. Das ist übrigens tatsächlich die Verbindung, ja, zwischen all den Konfessionen. Aber zu merken, die Eigenarten, auch die Eigenarten Griechenlands bis heute, immer wenn ich dort bin, ich bin regelmäßig dort, hat natürlich auch was mit den religiösen Prägungen zu tun. Tragischerweise bei den Geschichten, die ihr und sie heute hier behandeln werden, hat die Kirche nicht immer eine gute Rolle gespielt. Das müssen wir auch sagen. Sie hat nicht immer eine gute Rolle gespielt. Sowohl in Griechenland, da will ich nicht so viel sagen, als auch hier bei uns. Die Achtsamkeit, deswegen ist diese Erinnerung mir so wichtig, die Achtsamkeit darauf, was Freiheit bedeutet für Menschen. Und das ist das, was uns anvertraut ist. Wir als Protestanten versuchen, das zu erinnern und neu zu begreifen, jetzt in diesem Reformationsjubiläumsjahr. Aber das ist eine bleibende Herausforderung. Wenn Herbert Schmalstieg, der mich auf diese Veranstaltung aufmerksam gemacht hat, heute und morgen, nee, heute, irgendwie, dann wirst du noch zur Normalwache gehen, gell? Ist es heute? Ja, da wirst du gleich selbst erzählen, dann merkt man, diese Themen sind eben immer wieder aktuell. Und sie werden traurigerweise auch unsere Kinder und Enkel beschäftigen. Die Themen, wie gestalten wir eine Welt freier Menschen? Wie reklamieren wir und gestalten und verantworten wir uns zur Freiheit und wenden uns dagegen, dass Menschen ausgebeutet und an die Seite geschoben werden? Das hat ja vielfältige Gestalten und es wird sie immer wieder haben. Ich freue mich, dass diese Veranstaltung hier in diesem Haus stattfindet, das als allerletzte Bemerkung, denn meine Frau, mit der ich immer nach Griechenland fahre dann, die arbeitet in diesem Haus. Und insofern ist es für mich immer schön, hierher zu kommen. Markus Strömer ist sozusagen auch mein Bezirksvorsitzender, denn ich bin ein immerhin zahlendes Mitglied der IGBCE. Ich wünsche viel Erfolg und viel Freude und auch tiefe Eindrücke bei dem, was ich wäre sehr gerne hier geblieben, aber wir haben Vorstandsklausuren, müssen Haushaltsberatungen machen und ich habe diesen Vorstand vorzusitzen. Ich muss dahin. Alles Gute. Yassas. Ich darf jetzt, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Und ich glaube, wir werden gerade die Rolle der Kirchen in diesem Zusammenhang, die eben auch sehr positiv sein kann, aber nicht sein muss, um das ausdrücklich zu sagen. Deswegen sind diese Personen, die es dann sind, auch so wichtig.
möchte ich noch für ein kurzes Grußwort dem Archimandriten Gerasimos Frangoulakis geben, der mir allerdings gesagt hat, er spreche Griechisch. Guten Tag, herzlich willkommen. Unsere Kirchengemeinde hat das Zentrum in Hannover, aber in gehört ganz Niedersachsen und Kassel auch. Weil ich nicht gut Deutsch spreche, deshalb Tassos macht die Übersetzung. Ich gebe mir jedenfalls Mühe. Καταρχήν θα ήθελα να σας μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου. Ja, anfangs möchte ich Ihnen gerne die Grüße unseres Herrn Augustinus, des Metropoliten in Deutschland, überbringen. Ο οποίος εύχεται να καλή επιτυχία στο συμπόσιο το οποίο διενεργείται εδώ στο Ανόβερο. Der uns zunächst einmal viel Erfolg wünscht bei diesem Symposium, das hier in Hannover stattfindet. Προσωπικά εγώ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους σας και για την αγάπη την οποία επιδεικνύεται προς την πρώτη μας πατρίδα, την Ελλάδα. Zunächst einmal die persönlichen Wünsche und auch die Liebe, die er an unser Land Griechenland hier ja, uns mitteilt oder die Ehre gibt, dass es um Griechenland geht. Αλλά και για την προσπάθεια την οποία καταβάλλεται οργανωμένα, ούτως ώστε οι Έλληνες οι οποίοι ζούμε εδώ στην Γερμανία να απολαμβάνουμε όλων των προνομίων που μας παρέχει η όμορφη και δημοκρατική χώρα που ζούμε. Und auch vielen Dank dafür, dass organisatorisch alles gegeben ist, dass wir als Griechen, die hier in Deutschland leben, diese Organisation auch genießen und auch nutzen können. Εύχομαι και προσωπικά καλή επιτυχία στο συμπόσιο, όπως επίσης εύχομαι οι στιγμές που θα ζήσετε εδώ στο Ανόβερο να αποτυπωθούν στη μνήμη σας ως πολύ πολύ ωραίες. Ja, auch von mir, also in seinem Namen, alles Gute für dieses Symposium ganz persönlich und dass die Erinnerungen, die hier gesammelt werden oder die Erlebnisse hier im Symposium erfolgreich verlaufen und auch in guter Erinnerung bleiben. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ. Ja, er dankt uns sehr herzlich und vor allen Dingen herzlich willkommen. Schon den griechischen Botschafter begrüßen zu können, aber auf den wartet auch sein Generalkonsul, also er kommt aber noch. Damit beginne ich jetzt, verstehen Sie bitte dann schon mit meinen Einführungen, aber ich glaube nicht, dass Sie sich so sonderlich in vielen Punkten von der Einführung des Botschafters unterscheiden wird. Denn wir haben natürlich vorher auch über die Geschichte gesprochen und haben zusammen eine wirkliche Gemeinsamkeit ausgezeichnet, herzlichen Dank, haben natürlich eine Gemeinsamkeit in vielen Punkten gefunden. Denn, ich sage das auch, wir stehen heute in einer besonders schwierigen Situation, wenn wir darüber reden. Und manche werden sich fragen, warum suchen sich diese deutsch-griechischen Gesellschaften gerade dieses Thema aus? Für einige, die Griechen, wissen das. Die haben gestern gefeiert, einen der Tage des Aufstandes der Studenten des Polytechnion. Und ich kann mich erinnern, als ich mit Gauck in Athen war, habe ich dort Frau Damanaki getroffen. Und dann haben wir uns unterhalten und sie hat mir dann habe ich ihr erzählt, dass wir damals als Studenten, dass ich in Tränen ausgebrochen bin, als wir über die Deutsche Welle die Nachrichten bekamen, wie die Studenten damals zusammengefeuert wurden und man immer noch ihre Stimme hörte, nur Edo Polytechnio, Edo Polytechnio. Und wir waren hilflos. Wir wussten nur, da werden Leute zusammen, da werden zusammengeschossen. Und das sind die Studenten, das sind unsere Leute.
Und Frau Damanaki und ich haben uns dann umarmt und haben gesagt, wir haben an unterschiedlichen Stellen Kämpfe geführt. Und es ist wichtig, dass man sich daran erinnert, gerade in einer Zeit, in der Griechenland und wir auch ja nicht in einem luftleeren historischen Raum miteinander diskutieren, sondern wir sind inmitten einer immer noch nicht bewältigten Finanzkrise. Darüber wird gerne vergessen, was der Auslöser dafür war, nämlich eine riesige Spekulations- und Finanzkrise, übrigens der größten der letzten 150 Jahre. Und wie alle großen ökonomischen Katastrophen hat sie nicht alle Länder gleichmäßig schwer getroffen, aber sie ist bis heute, und das vergisst man, teurer und gravierender, sozial gravierender. Sie hat eine historisch unerhörte Massenarbeitslosigkeit, die stärker ist, wenn man es bedenkt, als die in den 30er Jahren ausgelöst. Staatsbankrotte, Zusammenbruch ganzer Industriezweige. Und in den 30er Jahren hatten wir auch Massenauswanderung, Zerfall von Demokratie und Aufkommen von Faschismus und Nationalsozialismus. Das heißt, bei solchen Krisen müssen wir immer daran denken, wie, wenn soziale Probleme nicht gelöst werden oder wie auch in den USA übergangen, in großen Teilen, das natürlich dann auch politische und soziale Konsequenzen hat. Ich will mich nicht über die USA jetzt unterhalten, aber ich sage, das ist ein generelles Problem, dass man, wenn man der Jugend und den Arbeitern die Hoffnung nimmt auf ein besseres Leben, auf vernünftige Jobs, man auch die Konsequenzen hat. Für die Griechen war Emigration und eine noch bedeutende, eine Massenauswanderung in der neueren griechischen Geschichte nichts Neues. Allerdings hat sie sich im letzten Jahrhundert in einem völlig, auch für Griechenland, dramatisch gewachsenen Ausmaß entwickelt. Die Vertreibung der Griechen aus Kleinasien und dem Schwarzen Meer war ökonomisch und sozial die härteste Migration, die Griechenland nur sehr teilweise meistern konnte. Die Flucht vieler Griechen durch die Besetzung durch deutsche, italienische und bulgarische Truppen im Zweiten Weltkrieg, der darauf folgende griechische Bürgerkrieg und die Flucht vieler Unterlegener in die Länder der Sowjetunion und ihrer Verbündeten. Es gibt wenige Völker, die von sich sagen müssen, heute sagen müssen, dass nur etwas mehr als die Hälfte ihrer Menschen im eigenen Land leben kann. In Griechenland ist das der Fall. 10 Millionen Griechen leben in Griechenland, 8 Millionen außerhalb. Sie sind verstreut über die ganze Welt mit Schwerpunkten in USA, Kanada, Australien, Lateinamerika, ja, und in Deutschland. Die Migration der Griechen nach Deutschland war vor dem Ersten Weltkrieg eher gering. Also ein paar Handelsorte, Leipzig, Frankfurt, die Hafenstädte, natürlich München, aber es war nicht sonderlich bedeutsam. Danach änderte sich das dramatisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende des griechischen Bürgerkrieges hatten sich Griechenland und ökonomisch und sozial nicht erholt. Das politische System war nicht in der Lage, einen umfassenden Aufbau unter Beteiligung aller Bevölkerungsschichten und Regionen zu organisieren. Arbeit gab es fast nur im Zentrum Europas und in Deutschland. Zwischen 1960 und 1974 wanderten aus Griechenland mit seinen damals 9 Millionen Einwohnern 2 Millionen Menschen aus. Das heißt etwa 22% seiner Bevölkerung. Etwa die Hälfte davon ging in dieser Zeit, besonders stark in den Zeiten der Diktatur, nach Deutschland. Die überwiegende Zahl der Auswanderer, rund 85%, kamen aus Kleinstädten und Dörfern, meist aus dem Norden Griechenlands und dem Epiros. Ihre Arbeitsplätze waren in aller Regel, und das ist wichtig gegenüber anderen Auswandererländern, durch ein deutsch-griechisches Abkommen sozial versichert und durch Arbeits- und Tarifverträge gesichert. In den Betrieben sorgten die Gewerkschaften für Schutz und Vertretung. Allerdings besetzten die Griechen, das ist auch nichts Neues, überwiegend niedrig qualifizierte Tätigkeiten.
Sie bildeten mit den zugewanderten Italienern, Jugoslawen und Spaniern zunächst einmal eine soziale Unterschicht. Allerdings, was sie gekennzeichnet hat, diese Griechen, war im Unterschied zu anderen Zuwanderern, dass sie für ihre Kinder eine andere Bildung haben wollten. Es gibt kaum eine Zuwandererschicht, die so intensiv darauf geachtet hat, dass ihre Kinder etwas lernten. Übrigens in diesem Punkt ähnlich den deutschen Flüchtlingen. Ich selbst war ein Flüchtlingskind und von meiner Mutter habe ich gelernt, Kind, lern, was du im Kopf hast, kann man dir nicht wegnehmen. Und ich glaube, diese Geschichte bringt uns auch zusammen, die Griechen wie die Deutschen, dass man weiß, dass man in solchen Katastrophen manchmal nicht viel mehr hat als seine Hände und seinen Kopf. Und jetzt, also deswegen sage ich, viele von ihnen standen politisch linken Strömungen sowieso nahe. Und nicht zuletzt deswegen bauten sie auch in Deutschland rasch soziale Netzwerke auf, zunächst innerhalb der Griechen, Arbeiter wie Studenten, und dann mit der deutschen Gesellschaft. Also vom ersten Augenblick organisierten sie sich untereinander, vor allem in den großen Industriezentren, und sie reagierten auf den Putsch der Obristen am 23. April nicht mit eingezogenem Kopf, sondern über die klassischen politischen und Parteigrenzen hinweg. Sie zeigten zusammen mit uns deutschen Sympathisanten in massiven Protesten gegen die Junta ihren Widerstand und ihren Willen, für die Demokratie und die Rechte der Arbeitnehmer zu kämpfen. Dabei half natürlich, dass sich vor allem auf der Linken und in der Mitte, jetzt bin ich vorsichtig, damit ich dann nicht, wir kommen also auf der Seite von EDA, der Enosis Demokratikis Aristaras, und EK, also Enosis Kentro, bereits Ableger der griechischen Parteien gebildet hatten. Während der Zeit der Diktatur formierten sich rasch antidiktatorische Gruppen wie PAK und PAM. Und beide, aus beiden Richtungen haben wir heute hochprominente Vertreter, die das von Anfang an mitorganisiert haben, um zu zeigen, wie so etwas ging. Ich finde das eigentlich spannend, dass man nicht nur ein Geschichtsbuch schreibt, sondern die Leute zusammenholt, die es wirklich gemacht haben. Vielen Dank, lieber Genosse, Kollege Makropoulos und Tsiakalos. Herzlichen Dank und seid willkommen hier. Das waren übrigens, diese beiden waren wichtige Verbindungen zwischen den Arbeitern, den Griechischen, den Studenten, den Intellektuellen und ihren deutschen Verbündeten. Ähnliche Organisationsformen hat es natürlich auch in anderen europäischen Staaten gegeben. Aber in den anderen Staaten waren die hilfreichen und auch einflussreichen Organisationen wesentlich aus Intellektuellen und Künstlern, wie zum Beispiel in Frankreich. In Deutschland war der Kampf gegen die Militärjunta umfassender, tiefer und hilfreicher für die Griechinnen und Griechen, die ihr Land verlassen mussten. Und das ist übrigens ein wirklich wichtiger Punkt der Geschichte, die Sie von anderen Widerstandsorganisationen und von anderen Widerständen auch in der europäischen Geschichte unterscheidet. Das hatte im Wesentlichen 6 Gründe. Erstens einmal die große Zahl, und zwar die stetig wachsende, dann etwa 1 Million arbeitender Griechinnen und Griechen. Ob nun mit linkem Hintergrund oder nicht, sie waren verlässlicher und solidarischer Anlaufpunkt für alle Geflüchteten und häufig mittellosen Neuankömmlinge. Und da ich in München damals war und viele über die merkwürdigsten Verbindungen und versteckt in Gemüselastern und sonst etwas da ankamen, war dieser Anlaufpunkt schlicht die Frage, wo finde ich ein Bett, wo finde ich was Warmes, wer hilft mir weiter? Denn viele konnten natürlich, darauf komme ich noch gar nicht, in Bayern und in München bleiben, angesichts der CSU. Das Zweite war, die große Zahl in Deutschland studierender und hochqualifizierter Akademiker. Seit den Zeiten der Bayernkönige war es ja Tradition, junge Leute zum Studium nach Deutschland zu schicken. Und wenn man sich Archäologie, Jurisprudenz, Geschichte, Philosophie, Medizin oder Ökonomie ansieht, die Zahl der exzellenten Absolventen ist beeindruckend. Und dann kamen
nach diesem ersten Jahrhundert dazu, die Naturwissenschaftler, der Maschinenbau. Und diese jungen Griechinnen und Griechen bildeten ein solides und festes Band zwischen beiden Ländern zum wechselseitigen wissenschaftlichen und ökonomischen Gewinn. Also, ich sag's mal dazwischen drin, mein Vater war nicht sehr glücklich, als ich diesen Griechen da heiratete, diesen Linken. Aber als er sein zweites Diplom Maschinenbau an der Technischen Hochschule München hatte, war die Sache gegessen. Ein guter Ingenieur wird in jeder deutschen Familie akzeptiert, genauso wie ein guter Arzt oder Jurist. Einige davon blieben in Deutschland und nahmen Leitungspositionen an deutschen Institutionen ein, wie Spiros Simitis, Dennis Tsichritzis, Kostas Kapelis, um nur mal drei Beispiele zu nennen von Leuten, die nicht zurückgegangen sind. Das hatte natürlich gelegentlich auch seine Gründe in den Ehefrauen, wie ich zugebe. Aber trotzdem ist es einfach wichtig zu sehen, ein Teil ist bei uns geblieben. Und das sage ich gelegentlich auch meinen griechischen Freunden. Wenn die Leute ganz exzellent sind, dann haben sie sogar beim deutschen Staat eine Chance bekommen für eine vernünftige Position. Von denen, die zu Hause Bedeutung erlangten, will ich nur ganz wenige nennen. Und zwar aus der politischen Ebene. Ich bitte die Wissenschaftler um Verzeihung. Das eine war Karolos Papoulias, dessen Tochter ich hier sehr gerne begrüße. Liebe Fanny, sei gegrüßt. Konstantin Simitis, der mir übrigens noch eine E-Mail geschickt hat, dass er leider nicht kommen kann, weil er zur gleichen Zeit, oder genauer gesagt, am Morgen einen Vortrag in London zu halten hat und ihn dort zugesagt hat. Aber es ist trotzdem ein gutes Signal. Dann war es natürlich Yorgos Mangakis, Anna Psaruda Benaki, die gesagt hat, sie könne zwar nicht kommen, aber sei bereit, mit Material zu helfen, was immer wir wollten, weil sie ja auch sehr Mangakis geholfen hatte. Philippos Bezalnikos, Tassos Janitsis, die Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen mit exzellenten Leuten. Das heißt also, für uns war das ein Austausch, der wichtiger war als nur der Moment der aktuellen solidarischen Hilfe, sondern es hat bedeutet eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Völkern, ein Austausch von Ideen, eine Hilfe, von der ich meine, dass wir anders ein vernünftiges und gutes und solides Europa nicht aufbauen können und erhalten können. Wenn ich nun, der dritte Punkt, jetzt muss ich zu den Deutschen kommen und nicht nur zu den Griechen, war natürlich die deutsche Politik. Viele von uns aufbegehrenden jungen Leuten und vor allem Studenten sahen mit Erstaunen, dann Freude, also ich stellvertretende erster Vorsitzende Uni München traditionell, also ich war damals links, die Uni München nicht so sehr, aber dass da plötzlich Politiker der Sozialdemokraten und bedeutende und auch liberale Politiker und Minister Stellung bezogen und auch konkret halfen. Denn eines ist die gute Resolution und auch die Demonstration, die ist wichtig, auch der jungen Leute. Aber das andere, was wichtiger war, war natürlich die Unterstützung dieser Griechen, die Möglichkeit hier zu bleiben, ihnen Pässe zu besorgen und die Möglichkeit auch, jetzt sage ich mal, weiter zu studieren und zu arbeiten. Hier an der Spitze war ohne Zweifel Willy Brandt, zunächst als Außenminister, dann Bundeskanzler. Er hielt gegen die Junta und unterstützte uns. Das war nicht nur seinen sozialdemokratischen Überzeugungen geschuldet, sondern auch seinem Lebenslauf. Er selbst war ja in einer abenteuerlichen Flucht im Ruderboot über die Ostsee vor den Nazischergen geflüchtet. Und dann hielt er als Außenminister, dann Bundeskanzler, gegen die Junta und unterstützte uns. Das war nicht nur sozialdemokratischen Überzeugungen geschuldet. Das heißt, er wusste, hatte die Härten der Immigration am eigenen Leib erlebt. Er hatte selbst auch gesehen den illegalen politischen Widerstand in Deutschland. Und das Wort
illegal war für ihn, wenn es sich um politische illegale Sachen ging, nicht das Schimpfwort, das es sein konnte, sondern er hat geholfen. Und es gab auch Kritik an ihm, ich spreche das offen an, weil Deutschland in dieser Zeit keine offensive Haltung in der NATO vertrat. Ich habe das auf einer Tagung in Athen um die Ohren bekommen. Und dann habe ich den jungen Wissenschaftler gefragt, ob er denn wisse, was Deutschland in dieser Zeit war. Wir waren kein souveränes Land, das sind wir erst 1990 geworden. Und ich sage nachdrücklich, dass der Kanzler eines nicht souveränen Landes trotzdem auf der Seite der demokratischen Griechen stand und auch deutlich gemacht hat, dass er diese Politik der Junta-Unterstützung von Amerika und England nicht billigte. Übrigens, die Franzosen waren in dem Punkt auf unserer Seite, ob konservativ oder nicht. Dies war eine wirkliche Haltung. Und er hat uns das auch mal in einem kleinen Kreis erläutert, nach dem Motto auch mit der deutschen Ostpolitik. Die eine Sache ist die Rechtslage. Die andere Sache, Sigrid Heidewitschek-Zoll war auch dabei, die andere Sache, ihr Jungen, ist, was man daraus macht. Und ob man zu seinen Überzeugungen steht und bereit ist, auch an die äußersten Grenzen gegebenenfalls der Kritik an seinen wichtigsten Verbündeten zu gehen. Und das hat er ganz ohne Zweifel gemacht. Volkmar Gabert, der Landesvorsitzende der Bayerischen SPD, ich will jetzt das als persönlichen Punkt sagen, weil, und da bitte ich jetzt um Verzeihung, in dieser Rede gehen persönliche Erfahrungen und allgemeine politische ein bisschen durcheinander. Weil wir hier ja auch zusammensitzen, um nicht nur aufzuschreiben, was sozusagen die offizielle Linie ist, sondern wir sitzen hier mit den verschiedenen Leuten zusammen, damit sie ihre persönlichen Erfahrungen einbringen und berichten, wie sie dazu gekommen sind, gegen die Militärjunta zu stehen als ganz normale Deutsche oder wie sie als Griechinnen und Griechen das hier durchgestanden haben, zusammen mit ihren Verbündeten. Das heißt, für mich gehört immer Herz, also die Verfassung ohnehin natürlich, aber Kopf und Herz zusammen. Und ich ging also als junge stellvertretende Vorsitzende zum Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei und Landtagsfraktion und bat ihn als stellvertretender erster Vorsitzender um ein Gespräch unter vier Augen. Der war etwas verblüfft und nachher erzählte mir seine Frau, er hätte mich ja am liebsten umarmt, aber das ging ja nun gar nicht. Der in den 50ern mit der 21-Jährigen am Main, die einfach sagte, das können wir Studenten, da können wir helfen, da sitzen wir da, aber andere Dinge können wir nicht. Da brauchen wir eure Unterstützung. Und er, der selbst 33 bis 39 in Prag den Exilvorstand der SPD unterstützt hat, die Leute rausgeschleust hat und dann 39 bis 45 im Exil in England war, das war für mich eine Person, wo ich sagte, naja, eigentlich bin ich ja Linker, aber dieser Sozi passt mir. Das heißt also, hinzugehen und zu sehen, was man tun kann. Übrigens auch die Liberalen, also einige Liberale wie Hildegard Hamm-Brücher oder der Innenminister Nordrhein-Westfalens haben in dieser Seite auf Seiten der Junta-Gegner gestanden. Das muss man einfach sagen, damit man hier nicht die Fronten falsch klärt. Übrigens, wenn ich mir angucke in München, wo ich war, da sind wir überall herumgegangen und haben gebeten. Und dann ist aus diesen ganz vielen merkwürdigen jungen Leuten sind später nicht unbedeutende Leute geworden. Zum Beispiel Christian Ude, späterer Oberbürgermeister der Stadt München. Und hier den Schmalstieg, um ihn da gleich mal laut zu loben, ging er hin und hat auf einem SPD-Bundesparteitag als Jungsozialist führender eine härtere Linie gegenüber der Junta einverlangt. Und dieses ist ganz schön auch ordentlich protokolliert. Und das hat er mir übrigens jetzt unter Ebert-Stiftung auch geschickt. Das heißt, es sind damals eine Menge Leute ganz jung aufgetreten, nichts bedeutend, einfach gesagt, guten Tag, so geht's nicht. Und später daraus sind in der mittleren oder in der höheren Linie, und ich könnte vermutlich noch einige Oberbürgermeister nennen, die in diese Linie passen, eine Menge Leute hereingefallen. Das heißt also, dies war, ich nehme das nur als Beispiel jetzt aus München, weil ich weiß, dass aus Nordrhein-Westfalen
aber natürlich aus Niedersachsen noch einige sprechen werden. Aber ich ermuntere alle, hier ihre Erfahrungen mitzuteilen, denn wir wissen bei vielen, insbesondere auch bei der IG Metall, dass Leute einfach gestorben sind. Das heißt, dass ihr Wissen, ihre Kenntnisse, dass diese Zeitzeugen nicht mehr da sind, um zu zeigen, wie man es machen kann. Und ich finde, es gehört auch zum Respekt vor denjenigen, die es nachher nicht zu Oberbürgermeistern geschafft haben oder zu Abgeordneten, dass man sie zur Kenntnis nimmt, von den Gewerkschaften bis zur Kirche und sagt, die Menschen waren großartig. Und deswegen müssen wir sie auch bewahren. Da bin ich bei den deutschen Gewerkschaften. Die deutschen Gewerkschaften, da lief die Unterstützung für die griechischen Demokraten ähnlich positiv und schnell. Vor allem die IG Metall war einer der wichtigsten Unterstützer. Und dabei sage ich ganz witzig, sonst weiß man ja, wie es bei der IG Metall geht. Zuerst kommt der Vorstandsbeschluss und dann klappt alles. Aber was nun ich in München erlebt habe und anderswo, da kamen zuerst die Betriebsräte und die Vertrauensleute und haben beschlossen, sie müssen ihren Kollegen helfen. Der Vorstand hat das sofort aufgenommen, das war nicht der Punkt. Aber sonst diese Zeitverzögerung war nicht da. Und ich kann mich erinnern, dass ein griechischer Arbeiter Probleme bekam, weil die KÜB-Leute zum Bayerischen Verfassungsschutz gegangen waren wegen eines Flugblattes und sein Feuern bei BMW verlangt hatten. Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, Boos, der Stellvertreter, ging zum Nicht-Personalchef, also eine Stufe drunter, und hat ihm mitgeteilt, was die IG Metall und die deutschen Gewerkschaften davon halten. Ergebnis, das war nicht nur für BMW, sondern es war natürlich für Knorr-Bremse und alles, was da in der Gegend herumhüpfte, das Signal und an den Bayerischen Verfassungsschutz, ihr haltet euch gefälligst mal zurück, solange die Leute ihre Meinung über die Militärjunta bekannt geben und zu demokratischen Prozessen stehen. Also in einer sehr konservativen Region war die Sache nicht zuletzt, ich sage nicht zuletzt, durch die IG Metall ganz hervorragend gemacht. Das heißt, ich will jetzt noch Max Diamant nennen und andere, das lief wirklich an der Spitze ganz hervorragend, aber du gestattest mir, mein lieber Kollege Schmidhenner, der dann darüber reden wird, dass ich einfach sage, was da unten lief. Da waren die Studenten, die sich vorher diese autoritären Gewerkschaften anguckten, haben gesagt, Donnerwetter, so muss man es machen. Das heißt also, das war überall im Bundesgebiet und ich entschuldige mich jetzt bei der IGBCE, dass die in München war, die nicht so stark vertreten, dass ich jetzt also die IG Metaller als Beispiel nehme. Aber es gab noch etwas weiteres. Die 68er, also die rebellische deutsche Jugend und dann die deutschen Intellektuellen und die deutschen Journalisten. Für uns Junge war damals sicherlich auch die Erinnerung als Geburtsland der Demokratie wichtig. Aber Parthenon und Perikles waren den meisten rebellischen Studenten weniger wichtig als der Abscheu vor der Diktatur Nazi-Deutschlands und ihren Konsequenzen. Oh, Entschuldigung. Also für uns rebellische Studenten war Parthenon und Perikles weniger wichtig, um das deutlich zu sagen, als unser Abscheu vor der Diktatur Nazi-Deutschlands und den Konsequenzen für unser Land. Wir fanden es unerträglich, dass viele dieser Repräsentanten noch immer in wichtigen Positionen saßen, in Bayern insbesondere, da konnte man sie dann noch schön in den Ministerien sehen, nichts erklärten und nichts entschuldigten. Franz Josef Strauß nahm offen die Junta in Schutz und die Diktatoren in Spanien und Portugal. Damit ich ihn jetzt nicht in eine falsche Ecke stelle, ich habe vor nicht ganz 10 Tagen mit dem Bundesminister der CSU, Müller, der mal in meinem Nebenwahlkreis saß, und habe gesagt, ich werde Franz Josef Strauß hier kritisieren. Hast du ein Gegenargument? Und der sagte als Bundesentwicklungsminister, ich weiß ja auch, was er mit den Diktaturen in Portugal und Spanien und den Kolonien gemacht hat. Punkt. Das hieß also auch aus dieser Ecke, heißt das, es war tatsächlich diese Außenseite und wir standen dagegen. Das heißt, von den Studenten, die damals da waren, die Kunstakademie malte die Plakate, die Philosophen entwarfen die Sprüche, unsere Leute machten die Musik und die Maschinenbauer natürlich und ordentlich haben wie immer die Plakatständer besorgt, weil dafür waren unsere Kunststudenten dann doch nicht ganz in der Lage. Das mussten unsere Techniker machen.
Das heißt also, Geld hat man kaum, aber die Demos waren nicht unwichtig und ich glaube, und nicht unbedeutend. Und jetzt komme ich zu einem Punkt der deutschen Intellektuellen und der deutschen Journalisten. Die meisten bedeutenden Zeitungen und Zeitschriften, von der SZ, also Süddeutschen Zeitung, bis zur Rundschau, vom Spiegel bis zum Stern, die meisten Literaturzeitschriften unterstützten die Demokraten und bezogen deutliche Stellung gegen die Obristen. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender wie die Deutsche Welle und der Bayerische Rundfunk mit Pavlos Bakoyannis, der ja für die Unterrichtung der Gastarbeiter eine wichtige Rolle gespielt hat. Wenn man die doch eher distanziert neutrale Berichterstattung des BBC, die nicht kundhafreundlich war, aber doch nicht gerade scharf dagegen, um es mal so hoch auszudrücken, kann man verstehen, wie wichtig die Berichterstattung der Deutschen Welle für Griechenland und die des Bayerischen Rundfunks für die griechischen Gastarbeiter war. Künstler und Intellektuelle bedeutenden Ranges bezogen für die Griechen Partei und begaben sich sogar wie Wallraff in Gefahr für Leib und Leben. Auch andere, aber das ist eines der Beispiele. Jetzt will ich nur mal sagen, von den 3 Nobelpreisträgern, nicht der Physik oder so, die wir in Deutschland nach dem Krieg hatten, waren alle 3 Griechenfreunde und haben sich gegen die Diktatur ausgesprochen. Böll, Grass und Willy Brandt. Und sie haben das zu Zeiten getan, wo sie noch nicht in die Nähe eines Nobelpreises gekommen sind. Das heißt, jede Menge deutscher Professoren standen auf unserer Seite. Und das heißt, die Intellektuellen, die Studenten, sie wussten, sie standen nicht allein. Wenn wir von all dem ist nur wenig in Büchern oder Artikeln zu finden. Die einzigartige Geschichte der vielen kleinen Leute, der Griechinnen und Griechen und ihrer deutschen Unterstützer, ihr Mut, ihr Organisationsvermögen, ihr Durchhalten, ihre Fähigkeiten zu Hilfe in schwierigen Zeiten soll und darf meines Erachtens nicht vergessen werden. Und wenn ich mir das so ansehe, dann sage ich, viele junge Leute, auch Griechinnen und Griechen, können damit nichts mehr anfangen. Für die ist das irgendwie eine ganz ferne Zeit. Aber ich finde, gerade in diesen Zeiten, wo sich viel wieder nach rechts bewegt, übrigens wir als VDGG, um das mal ganz deutlich zu sagen, wir haben kaum Geld. Und wir haben gar nicht so viel organisatorische Kapazitäten. Aber unsere Mitgliederversammlung hat einstimmig beschlossen, dieses nächste Jahr und die Vorbereitung dafür, nämlich daran zu erinnern, dass Diktaturen in Europa und diese Art von Rechtsentwicklung und Behandlung von kleinen Leuten, dass das nicht sein darf. Darum müssen wir uns selbst erinnern, an die Leute erinnern, die die Arbeit gemacht haben, Risiko eingegangen sind. Und das waren eben, jetzt sage ich nicht nur diejenigen, die wir kennen, die späteren Präsidenten, Ministerpräsidenten und Professoren, sondern das waren eine Menge von Arbeitern und von Leuten, die auch nach Griechenland zurückgegangen sind und Journalisten. Und deswegen halte ich diese Aufgabe heute für so wichtig und ich bitte darum, dass Sie helfen. Wir können heute nur ein paar Beispiele bringen. Nur ein paar bitten, dass Sie uns die Nachrichten bringen. Aber wenn Sie darüber nachdenken, was da noch los war. Wir haben uns neulich mit Rita Haller-Heidt getroffen und die hat gesagt, die Tübinger ist aber ausgelassen. Also ich sage es mal so. Das heißt, es gibt an vielen Orten noch Bewegungen, etwas zu lernen, zu dokumentieren, daran zu erinnern. Denn ich sage, Orten sind die eine Sache. In einem ehrenden Gedächtnis, die Leute zu haben, die etwas riskiert haben, die gekämpft haben, die gearbeitet haben, ist auch ein wichtiges Signal für junge Leute heute, dass es sich lohnt, für Demokratie zu kämpfen, gemeinsam stark gegen Diktatur und soziales Unrecht. Und wie gesagt, es sind nicht nur die großen Namen, die Helden, die man in den Geschichtsbüchern findet, die das Schicksal der Völker wenden, sondern die Zusammenarbeit und Hilfe der vielen für sich und ihre Kinder, für Freiheit und eine gute Zukunft.